Ich hasse Klassentreffen, aber sowas von. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf meinem Kanal, was das gerade sollte. Ist ganz einfach erklärt. Eigentlich wäre heute Klassentreffen für mich, aber ich bin natürlich wieder etwas out of order. Letztes Jahr hatte ich auch Pech, da musste ich rein zufälligerweise arbeiten. Und dieses Jahr, naja, da schritt mein linkes Knie. Aber das ist ja wenigstens soweit in Ordnung, dass ich das über Physio ein bisschen Muskelaufbau wieder hinbekomme, dass es da keine Arthroskopie gibt. Also bin ich schon mal sehr zufrieden, dass ich das da auf jeden Fall so hinbekomme. Viel Spaß, meinen lieben Klassenkameraden, euch im Bautzen. Habt einen wunderschönen Abend und genießt die Zeit wieder miteinander. Vielleicht klappt es ja nächstes Jahr. Ich weiß nicht, ob wir nächstes Jahr noch was machen. Alle guten Dinge sind drei. Da muss es ja endlich mal klappen, oder? Ah, schauen wir mal. So, kommen wir jetzt zu meinem richtigen ersten Thema. Das erste Thema, was ja jetzt die Woche für mich interessant war, war das iPadOS. Es gibt iPadOS extra abgewandelt von iOS 13, extra für mich. Moment. Ihr seht, ich habe es auch bekommen. Super. Was auf jeden Fall auffällt, sind schon mal die ganzen Apps, die man hat. Die werden etwas verkleinert oder die Symbole besser gesagt. Und es hängt irgendwie alles gepresst auf dem Hauptbildschirm. Es wird ja jetzt ja auch eine Tastatur ordentlich unterstützt, gibt es natürlich auch schon vorher, ging ja auch. Ich habe ja hier die Anker, die finde ich ja nicht ganz so optimal, was zum Beispiel eben halt der Tastenabstand ist, die Tastengröße. Das passt nicht so, da braucht man eher eine normale. Und natürlich hier gibt es jetzt auch rein zufälligerweise eine Mausunterstützung. Das ist dann schon ein bisschen tricky. Wo findet ihr das? Das ist ganz leicht. Ihr geht bitte auf die Einstellung, Systemeinstellung, dann rüber auf Bedienungshilfen. Da seht ihr nochmal noch nichts Genaues. Auf Tippen und oben steht Assistive Touch. Da einfach drauf drücken und Assistive Touch aktivieren. Natürlich müsst ihr vorher noch eure Bluetooth-Maus einrichten. Jetzt wäre es möglich, mit der Maus zu arbeiten. Ich habe jetzt hier gerade keine in der Hand. Ich blende ja auch fürchterlich. Und dann funktioniert das. Tja, was kann man noch so sagen? Es soll schneller sein, das System. Es soll schneller starten, die Apps sollen schneller starten und so weiter und so fort. Einen direkten Mehrnutzen für mich persönlich finde ich nicht, weil ich nehme mein Tablet wirklich nur so für so kleine Minispielchen, wenn überhaupt. Dann eben halt zum Surfen im Internet, wenn ich mal Lust und Liebe habe und nicht mein MacBook rausholen möchte oder am PC huschen möchte. Ich schaue mir mal ein Video an und das war es eigentlich. Na gut, meine Notizen natürlich jetzt für die entsprechenden YouTube-Videos. Nein, wie sagt man das? YouTube, das sage ich immer falsch. YouTube-Videos, die mache ich hier auch mit drauf und dann passt es eigentlich. Das ist mir eigentlich mehr oder weniger so ein, wie soll ich sagen, das iPad ist für mich ein Tablet, was ein Tablet bleiben wird und nicht ein irgendwie Notebook-Ersatz. Ich fand es immer ein bisschen schade, dass man das mit reinmachen musste, also mich juckt es eigentlich gar nicht. Wenn ich dann sowas haben möchte, dann möchte ich dann auf jeden Fall so einen 13 Zoller haben, so wie es zum Beispiel das Surface hat, genau das Surface Pro und dazu eine Tastatur. Das passt dann auf jeden Fall, weil dann ist auch die, sind dann auch die Abstände zur Tastatur von den Fingern, die Auflagen perfekt gegeben, also das passt besser. Tja, also so ein 9,7 Zoller oder 10 Zoller, naja, ist nicht so toll. Aber ansonsten finde ich es ganz gelungen. Man kann ja abends dann zum Beispiel sagen, ich gehe dann rüber in den Dark-Modus, kann man sich alles schön einstellen. Es gibt hier noch zigtausend Möglichkeiten, vor allem was auch endlich mal gut ist. Ich kann jetzt endlich diesen Lightning-Adapter ordentlich nutzen für meine SD-Karten und USB, damit ich auch mal meine Videos und Tonmitschnitte sogar am iPad bearbeiten kann. Also es funktioniert tatsächlich. Das Einzige, was ich noch nicht rausgefunden habe über iMovie, das habe ich jetzt erst geupdatet. Das sehe ich dann später, wie das funktioniert. Letzte Woche wurde ja das iPhone 11 vorgestellt. Ich war fast versucht, das Ding zu kaufen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also rein vom Design, von den Möglichkeiten, die man damit hat, ist es schon sehr interessant. Schön wasserdicht natürlich. Auch schlagfest und so weiter und so fort. Ihr wisst ja selber, wie die iPhones so sind. Da war ich diesmal wirklich sehr am Überlegen, hole ich es mir oder hole ich es mir nicht. Ich habe es im Endeffekt doch nicht gemacht. Zum einen, okay, der Preis, der ist nicht gerade ohne, ist aber wieder umweltgerecht. Warum ist das umweltgerecht oder umweltbewusst? Ja, jetzt sagt ihr ja, die verdienen ja so viel an dem Gerät, aber schlussendlich ist es doch wirklich so, wenn man so ein teures Gerät hat, geht man dann eher dahin und sagt, okay, ich tue das erstmal reparieren und danach geht es weiter.
wo man eben halt beim billigen Chinesen sagt, na, egal, hol mal neuen. Man merkt es auch wirklich, die Qualität ist eine andere bei Apple. Das ist so, ich merke es auch bei meinem MacBook, das ist tatsächlich so. Sei mal dahingestellt, ob es dann ein übelstes Design ist oder nicht. So, jedenfalls, warum habe ich es gelassen? Warum habe ich gesagt, nein, Finger weg? Wegen 5G. Zum einen. Und zum anderen, deshalb sage ich ja, ich war fast wirklich davor, egal ob 5G oder nicht. 5G wäre ja wichtig für einen neuen Vertrag, aber die hat eine eSIM drinnen. eSIM bringt mir nichts. Ich habe aktuell noch einen Vertrag über 1&1. Wenn ich den jetzt umstellen würde und eine eSIM nutzen möchte, muss ich zu O2 gehen bei denen. Das bringt mir überhaupt nichts hier draußen. Der Empfang ist eine Katastrophe. Selbst in München, dort wo ich arbeite, da ist es auch sehr toll. Es zeigt zuerst an LTE. Ah, geil, kann ich LTE nutzen? Mach's an, springt um auf Edge. Wieso springt er um auf Edge? Keine Ahnung. Nutze ich Vodafone, alles perfekt. Also ich habe bei 1&1 halt die zwei Optionen genutzt und das passt besser. Komischerweise. Ja gut, also muss ich dann wahrscheinlich sagen, okay, tschüss 1&1, weil aktuell, wie gesagt, um nochmal zurückzukommen auf das blöde iPhone, habe ich jetzt gesagt, das blöde iPhone, ja, um aufs iPhone zurückzukommen. Wie gesagt, die eSIM bringt mir absolut nichts. Ich habe zurzeit gerade Doppel-SIM, weil ich ein bisschen mehr Datenvolumen verbrauche hin und wieder, habe ich mir gesagt, okay, ich hole mir von Lidl diese Lidl Connect-Karte oder diese Surf-Karte und lade sie mir dann auf, wenn ich wirklich mal wirklich richtig drüber bin. So. Also sind jetzt schon mal bei meinem Redmi Note 7 beide Mikrokartenplätze belegt. Ja, was soll ich machen? eSIM geht nicht, müsste ich einen neuen Vertrag abschließen. Ja, Pech gehabt. Also habe ich es dann im Endeffekt eigentlich aufgrund der eSIM gelassen. Ich finde die Idee der eSIM ja eh interessant und cool, da braucht man nicht extra eine Karte. Kann auch nicht kaputt gehen, weiß der Teufel was, man hat es wirklich an seinem Smartphone drin und das ist eigentlich keine schlechte Idee. Wird auf jeden Fall aller Wahrscheinlichkeit sich durchsetzen, schätze ich mal, und häufiger auftreten als wie bisher. So, das so viel zum iPhone. Was ja auch viele jetzt sagen, da habe ich dann so ein Clickbait-Video gesehen. Bloß nicht das iPhone kaufen. Katastrophe. Dachte ich, okay, was will er denn jetzt von mir? Dann fängt er an, fängt mit der Litanei an, über Steve Jobs zu erzählen, halbe Biografie von ihm zu erzählen und zu sagen, ja, das ganze Design, da geht ja nichts mehr vorwärts und so weiter und so fort. Na gut, muss ich mir schon sagen, oder besser gesagt, da sage ich generell, Leute, irgendwann ist das Design ausgeschöpft oder ausgereizt, besser gesagt. Da geht es nicht weiter. Man sieht es ja, massenweise Smartphones, die eigentlich mitunter sogar recht ähnlich aussehen, weil einfach irgendwo das Design ausgereizt wurde. Es geht nicht mehr anders. Auch wenn man sagt, ja, Apple ist ja dafür berühmt, was Besonderes zu bringen. Von der Form her geht es garantiert nicht mehr, aber eben halt von der Qualität. Man sieht es zum Beispiel bei Microsoft. Die haben dann auch immer gesagt, okay, es gibt ja zigtausend Computer oder Laptops, bringen wir doch mal selber was raus. Wenn man jetzt wirklich ein Surface Pro mal daher nimmt und mit dem arbeitet, merkt man sofort, es ist alles stimmiger als wie von 0815 Notebook-Anbieter oder Hersteller. Da ist egal, ob es Dell, Lab, Asus, sonst was ist. Das passt einfach besser, obwohl man sagen müsste eigentlich, naja, die Komponenten sind vielleicht nicht auf der Höhe der Zeit, aber dadurch, dass das Zusammenspiel so perfekt abgestimmt ist, passt es beim Surface. Selbiges gilt natürlich auch für mein MacBook, komischerweise. Ich habe den 7000er Intel, ne? Also i5 der siebten Generation. Nur DDR3 Speicher, komischerweise, aber das ganze System funktioniert spitzenmäßig, lädt schnell und es arbeitet schnell, weil es einfach aufeinander abgestimmt sind. Meine Güte, ich kann kein Deutsch mehr. Also, ja, muss man sagen, bei diesem Clickbait-Video, das war ein bisschen blöd, weil ich habe nichts davon. Solche kann man eigentlich lassen, solche Kommentare. Und die immer sagen, ja, das ist sauteuer, die wollen ja nur noch Geld verdienen damit mit Apple. Schaut euch die Qualität einfach an, bildet euch selber ein Urteil und dann passt es, weil es war eigentlich ein Zufall, dass ich zu Apple gegangen bin. Ich habe gesagt, okay, probieren wir es mal aus, weil jedes verflixte Windows-Notebook komischerweise immer wieder langsamer wurde. Und das habe ich explizit bei meinem Schnittprogramm gemerkt. Es wurde immer langsamer und das hat ewig gedauert zu rendern. Manchmal hat es dann geruckt und gezuckt. Und es half auch kein neues Aufsetzen des Betriebssystems. Also, bei Apple bisher top.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Woche gar nicht mehr so viel zu erzählen. Ich bin eigentlich faktisch durch. Ich wollte nur noch mal was zum iPad OS erzählen. Aber im Prinzip war es das. Ja, das war's schon. Sollte so viel Glück haben, ich muss mal specken, ob noch irgendwas übrig ist. Oh, ich glaube, ihr habt Glück gehabt, mein Spickzettel, heute mal mit Spickzettel, da ich ja das iPad, das in der Hand hatte, sagt, ich bin durch, ich bin fertig. Gibt's nichts mehr zu erzählen. So, ich habe ja mal die Idee gehabt oder mir so überlegt, meine Sachen, die ich von den Herstellern bekommen habe, wo ich mal testen durfte oder reviewen durfte, wie auch immer, dass ich die euch weitergebe, so einmal im Monat vielleicht eine Verlosung mache. Ich denke mal, wieso August? Der August ist vorbei. Warum wollte ich jetzt August sagen? Also im Oktober geht's los. Das erste werde ich dann euch nächste Woche vorstellen, was es zu gewinnen gibt. Ihr habt dann 2 Wochen Zeit und dann wird es einfach mal verlost, denke ich mir. Also Näheres dazu nächste Woche bei mir auf meinem Kanal. Bis dahin, ciao, ciao und bye bye, sagt euer Ulrich Kerenski. Macht's gut, Leute. Und wenn ihr wollt, abonniert mich und lasst vielleicht ein Like da. Macht's gut. Tschüss.